Eck. Drücke B zum Ducken. Da liegt erstmal jemand rum, na super. Wir sind hier, helf mir, sagt da diese Frauenstimme. Nazarsky, ID 656210. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, Dan. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Operational efficiency restored. Betriebseffizienz wiederhergestellt. Na geil. This is Nazarsky 656210. Setting up a crime scene. Drücke RB zum Aktivieren der elektromagnetischen Sicht. I need to check the victim's compass for connections. Halte LT zum Analysieren des Kompasses. Ach da. The victim is equipped with an ID mixer. Identification not possible. Damn it. Ach so, die wird alle Dinge, die halt geheilt sind. Gotta start somewhere. 6 million volts wasn't enough. Halte, drücke LB zum Aktivieren der Biosicht. Warte, LB? Achso, das hier. Biosicht. Das ist ein Betäubungsstock, okay. Drehen. Hä, was? Ach so. Kompass, Implantat. Ach, diese Biosicht meinen Sie. Erratic cutting pattern, indicating the killer was in a frenzy. The head was removed post-mortem. It's possible the killer took it. Motive unclear. Okay. Blut. ID check failed. Ach, einfach nur menschlicher Körper. Time okay. Of death about an hour ago, before he called me. Achso, bevor er angerufen wird, das kann schon mal nicht sein. Okay, das heißt, wir haben hier einfach eine Leiche in der Wohnung. Von wo aus Adam angerufen hat? Eventuell ist Adam ja der Mörder. Ist hier auf jeden Fall lang. Hier gibt's nichts weiter. Hier einen Zahlencode.
Kann sein, dass er hier umgebracht wurde und dann dahin geschleift wurde, so wie es eher aussieht. Das heißt, der Mörder wird wahrscheinlich durchs Fenster geflohen sein, weswegen es offen war. Das heißt, es könnte theoretisch Adam sein, oder Adam ist vor irgendwas geflüchtet. Computerteile. Hauptplatine. Jetzt nix Weltbewegendes. Da ist nichts. Sehe ich jetzt auch nichts. Küche? Substance 45F, better known as feed. You've never touched this, Gwen. Menge 25 illegale psychoaktive Substanz. Okay. Aber hält sich jetzt eher mehr so wie so ein Polizist als wie jemand, der den Gedanken von den Leuten rumschnurrt. Und der Kopf wurde mitgenommen, damit er nicht in den Kopf sich nicht aufheben kann und schauen kann, wer es war. Weiß ja nicht, inwiefern er bei leblosen Körpern noch in den Geist kann. Wäre ja auch eine Idee. Wo soll ich den Code her haben? Was haben wir denn da Schönes? You never cared about this stuff. A hidden data storage. The encryption is too complex for my hacking tool. I'm taking it with me. Might be able to decode it later. Ah, hier kann ich noch ein paar mehr Sachen mit so direkt sehen. Chiron Incorporated. High level clearance. Looks genuine, but it's expired. Ausweis. Kartenschlüssel abgelaufen. Da ist noch irgendwas. Achso, das ist die Karte. Diese Sicht ist halt ein bisschen weird. Printed on real paper. A little archaic for you, Adam. Eins, neun, acht, vier vielleicht. Das ist ja... die Nummer? Die wir vielleicht eingeben müssen, hier vorne. 1984.
Aha. Sehr interessant. Innenstadt entfernen und tragischer Unfall oder Angriff. Mate, Sie wissen es. Hör mal, ich weiß, dass du ein bisschen... Du bist ein beschäftigter Mann. Aber wir müssen reden. Jetzt. Ich glaube, Sie sind mir auf den Fersen. Wirklich dieses Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gestern jemanden nach Hause gefolgt ist. Und heute habe ich diesen komischen Tag Typen vor dem Haus stehen sehen. Wenn du meine Sicherheit nicht garantieren kannst, bin ich raus. Ich habe so schon genügend Probleme. Hi. Antwort. Komplikationen. Was unseren kleinen Kurier angeht, keine Sorge. Mit ihr komme ich klar. Sie ist nicht wie wir. Sie weiß, sie steckt zu tief drin. Und was macht ihr Angst? Und das macht ihr Angst. Du kannst von meinem kleinen Hirn nicht zu viel erwarten. Jetzt konzentriere dich erstmal auf deine Arbeit und überlasse das Personalwesen mir. Beruhige dich erstmal, konzentriere dich auf den Preis, Jay. PS, toll, dass dir das Teil gefällt. Ich denke, es erfasst das Wesen dessen, was wir zu erreichen versuchen. Korrupte Daten, korrupte Daten, korrupte Daten, korrupte Daten. I've deactivated the apartment security system, leaving the crime scene. Heimsicherheit, okay. Noch irgendwas hier zum Scannen? Nichts Wichtiges, okay. Wurde das deaktiviert und jetzt gehen wir wieder raus. This just doesn't feel right. You're still alive. I know it. Lockdown Procedure. Was zum Geier? Das klingt jetzt nicht sehr gut. Okay. Ach so. Schwupp, alles wieder in Ordnung. Hey, you there. Come here, quick. So, wer will, dass ich wohin gehe? KPD, I need to ask you some questions. Do you know what's going on? My holo projection got cut off. I can't get a signal. The building is under lockdown. No external connection. Not much we can do. Shit. Sounds serious. So, you wanted to ask me something? Erstmal, irgendwas Verdächtiges gehört? Noticed anything suspicious recently? Anyone hanging around in the hallway? No, not really. Then again, I don't really go out much. Hey, you wouldn't happen to know when they're gonna fix the connection. Not that it's like super important to me or anything. I just need to know. Könnte eine Weile dauern, oder? Sagen wir das mal doch. I'm not sure if anyone even knows we've been locked in. It might take a while. Oh, God. I mean, sure, that's fine. It's just, you know, the apartment feels very small all of a sudden. Kind of claustrophobic. Is it hot in here? I'm sweating something awful. Just take a deep breath. It's gonna be fine.
Of course it is. Why wouldn't it be? I'm just gonna sit here and wait for them to fix it. Can you talk to me some more? It makes it kind of easier. Ja, was kann er mir denn so sagen? Well, what do you want to talk about? Yeah, you know. Gorski the Giant was fighting Killer Kromer today. You an AMA fan? Not really. Sounds like you are. Of course I don't know who won since my projector went out. Why are my hands shaking? Ich frage mal nach vorherigen Abriegelung, das klingt auch irgendwie sinnvoll. You've been living here long? Oh, well, it must have been at least 7 or 8 years. Ever had a lockdown before? I don't think so. I don't remember my projector going off. Ever. Sorry, I don't have time for this. Oh, okay. I understand. It's no problem. I'll just sit here, alone. God, I'm really starting to sweat like a pig. Hang in there. Na schade, ich kann nicht mehr weiter mit ihm reden. Und ihm noch weiter auf den Sack gehen. Noch ein Klo, naja. Ist die Frage, ob man da drauf gehen möchte. Blas umherfliegende Tauben, alles klar. KPD, I need to talk to you. Get away from me, man. I got a piece on me, and I ain't afraid to use it. No, you don't. Now calm down. I'm just looking for some answers. Oh, I know how you get your answers. I got nothing to tell you. Alles klar. Nicht der Rede freue ich die Leute hier. Das ist eigentlich so komische Dinge. Das ist Bewegungsmelder oder... Keine Ahnung, also ich würde hier nicht wohnen wollen. Nicht mehr für 2 Minuten. Nicht mehr für umsonst. Wie ist das Lockdown eigentlich? Aufheben oder wie sieht das aus? Okay. What do you want? Got a minute, sir? KPD. Oh God, they're here! The cleaners are here! Alles klar. Sonst geht's immer noch ganz gut, oder? Ist es hier? KPD, I need to talk to you. You broke it! No, you broke it! Nuh-uh! Will you get these kids to shut up? I'm fucking talking here! Yeah, what's this about? Ich frag mal nach Mieter aus 07. Do you know the tenant in apartment 7? Dad, Tommy's picking on me! Shut up, snitch. I thought I told you to shut up! 7, huh? Nah, can't say that I know the guy. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? Polizeiliche Angelegenheit interessiert dich nämlich nicht. Police business. Just answer the question, and I'll get out of your face. So that's how it's gonna be, huh? Why don't you knock on that door and see for yourself? Can you describe him or not? I don't have time for games. All right, all right. Younger fellow, probably in his 20s. Wow. Anything else? Nah, I never really got a good look at him. Medium height, medium built. He was just kind of there, you know? Alles klar, fangen wir nach Geschrei. Is everything all right in there? What? Oh, yeah. You know how kids are these days. Do I? Yeah, you gotta be strict with them, or they'll just walk all over you. Usually, I just sit them down in front of the projectors.
keeps them nice and quiet. But the thing just went and died on cheap American crap. Ich frage mal nach weiteren verdächtigen Geschehnissen. Das klingt irgendwie hilfreicher.